Hier ist wieder Nadine von Hängebauchmaus. So, heute habe ich wieder ein Bastelvideo für euch und diesmal etwas wirklich Weihnachtliches. Ich habe das gute Stück hier schon liegen. Ich bringe es mal ein bisschen näher. Und zwar ist das wieder so eine, naja, eine Karte, die was kann. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar habt ihr ja schon das Pendel hier gesehen. Da kann man also was rausziehen. Und da haben wir jetzt einen Weihnachtsmann. Die Karte kann man sich dann auch noch aufstellen. Also ich habe das so gemacht, dass man den Weihnachtsmann dann hier wieder zurückschieben kann. Moment, der Bart ist ein bisschen verhakt. Dann kann man sich das hier so aufstellen. Also das seht ihr jetzt natürlich komisch, ne? So. Und dann guckt einen der Weihnachtsmann an. Also so. So, das fand ich ganz lustig. Und das möchte ich heute mit euch zusammen basteln. Ich habe da ein bisschen rumgetüftelt, so 2, 3 Stunden. Und gearbeitet habe ich mit diesem Set. Wobei ich daraus tatsächlich nur ein was gebraucht habe. Und zwar, das kommt ja im neuen Mini-Katalog, der ab Januar, ab 5. Januar gültig ist. Und ich habe mit den Stanzen gearbeitet. Und zwar, ich habe hier, eine fehlt schon. Ich habe am Anfang auch probiert, diesen Kragen. Aber ich fand, das sah dann irgendwie nicht weihnachtsmannmäßig genug aus. Weil ich finde es so besser, dass man das Gefühl hat, es ist ein bisschen ein Fellkragen. So. Deswegen habe ich das dann wieder weggelassen. Und ich habe jetzt nur diese Stanze hier genommen, womit man ja einen Ausschnitt ausstanzen kann. Und das ist dann am Ende tatsächlich das Einzige gewesen, was ich aus diesem Set genommen habe, obwohl mich dieses Set zu dieser Karte inspiriert hat. So, ein bisschen was habe ich auch schon vorbereitet. Und zwar möchte ich ja, dass man die Karte aufstellen kann, also ein Kartenrolling habe ich vorbereitet in extra starkem Flüsterweiß, damit das auch stabil genug ist, dass es steht. So, und da das Ganze ja mit dem Mechanismus erhöht aufgeklebt ist, habe ich dann sozusagen noch eine Mattung unten drunter, weil dieses samtige Papier, was ich dafür verwendet habe, das ist ein bisschen, ja, das war mir nicht stabil genug. Also es ist schon fest, aber ich fühle mich besser, wenn ich noch so eine Mattung drunter mache. So, und da habe ich jetzt den Kragen auch schon mal ausgestanzt. Ich wollte euch das nur zeigen, wie ich das aufgelegt habe. Also ungefähr in der Mitte, 5 cm. Die ist 10 cm breit, die Mattung. Und habe das schon einmal durchgekurbelt. Das können wir jetzt auch ablösen. So. Und übrig bleibt halt dann noch ein Stückchen. Das kann man bestimmt noch für irgendwas verwenden. Und das hier kommt dann hier so drauf. Also es wird dann hier drauf geklebt. So, das Einzige, was wir halt jetzt noch machen müssen, ist dieser Fellkragen. Also da habe ich lange rumprobiert. Ich habe ja jetzt leider nichts Puscheliges, kein richtiges Fell, was ich draufkleben kann. Also habe ich das tatsächlich auch aus Flüsterweiß gemacht und die Kanten gerissen. Aber wir brauchen natürlich hier diesen Ausschnitt. Und den stanzen wir uns jetzt noch. So, da habe ich mir jetzt auch ein Flüsterweiß genommen, aber kein extra stark, weil es kann ein bisschen dünner sein. Wenn ich das reiße, ist es angenehmer. Und ich muss mir jetzt erstmal aufzeichnen. Ich habe mir das in den gleichen Maßen zurechtgeschnitten, wo ich stanzen muss. Ich fahre euch mal ein bisschen ran. Ich lege mir das also jetzt hier so gerade drauf. So richtig schön Kante auf Kante. Und dann zeichne ich mir hier nur so ganz grob an,
diese drei Punkte von dem Kragen, damit ich weiß, wo ich die Stanzform anlegen muss. So, die positioniere ich mir jetzt so, dass man die Striche hier gerade nicht mehr sieht. Na, ist verrutscht. So. Das klebe ich mir jetzt gleich fest mit Washi-Tape. Und dann lasse ich das einmal durch meine Stanzmaschine. So, da bin ich wieder. Schon passiert. So. Also, da bleibt natürlich auch wieder ein Dreieck übrig. Habe ich eigentlich ganz gut getroffen. Man sieht ja die Bleistiftstriche noch. Dann können wir auch die Stanzform gleich wieder aufräumen, weil die brauchen wir nicht mehr. So, jetzt können wir das nochmal drauflegen zur Probe. Das sieht gut aus, ne? Und jetzt fangen wir an zu reißen. Ja. Einfach, also ich reiße es so nach hinten weg. Und dann, also es gibt ja jetzt keine bestimmte Form. Einfach schauen, dass man hier so wie eine Art Fellrand reißt. Also einmal von der Seite und dann auch von dieser Seite. So, das haben wir schon mal gerissen. Das muss ja auch nicht gleichmäßig sein. Wir können das mal anhalten zur Probe, wie das aussieht. Ja. Ja, können wir vielleicht hier noch einen Ticken die Beule wegmachen. So. Das mache ich natürlich etwas ungern am Papier rumrupsen. Sonst gebe ich mir Mühe, dass alles schön ausgestanzt wird. Jetzt wird gerupst. So. So würde das jetzt dann aussehen. Und da können wir noch ein bisschen nachhelfen, dass wir die Ränder noch ein bisschen mehr aufrauen. Da gehe ich hier mit der Schere so rüber, dass das so ja, ein bisschen unregelmäßig dann wirkt. Dann kann man hier so ein bisschen. Und auf der anderen Seite kann man das auch machen. Das kann man jetzt machen, das muss man nicht machen. Das ist jetzt optional. Und jetzt habe ich tatsächlich mit einem bisschen Winkoff-Stiller das Ganze noch beglitzert. Das muss man auch nicht machen. Ihr wisst ja, ich mag Glitzer. Da wird das hier einfach noch ein bisschen beglitzert. Ich glaube, so langsam brauche ich mal 9. Also ich habe ja schon 9. So. Hier oben auch noch. Da kann das mal ganz kurz trocknen. Jetzt glitzert das. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Glitzert das schön. So, dann räumen wir den mal wieder weg. Und jetzt können wir uns das hier schon aufkleben. Das mache ich jetzt mit Flüssigkleber. Das kommt erstmal unten auf die Mattung.
Ihr könnt das natürlich auch mit einem Kleberoller oder sowas machen. Da müsst ihr halt dann aufpassen, wenn ihr es dann drauflegt, dass es beim ersten Mal gleich sitzt. Beim Flüssigkleber kann ich ja immer noch ein bisschen korrigieren. Das ist schön, dieses Papier. Das muss man immer streicheln. Und das klebe ich mir jetzt auch gleich auf. Dann nehme ich auch Flüssigkleber. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Also das könnt ihr natürlich auch mit Klebeband oder Kleberoller machen. Für mich ist jetzt das mit dem Flüssigkleber einfach ein bisschen komfortabler, weil ich dann noch mal ein bisschen korrigieren kann. So. Jetzt haben wir schon mal den Fellkragen. Da kann man jetzt natürlich überlegen, ob man hier diesen weißen Hintergrund vielleicht noch einfärbt. Ich fand es jetzt so ganz schön. Ich habe ja keine Ahnung, was der Weihnachtsmann drunter hat. Jetzt machen wir mal hier die gerupften Reste ein bisschen zur Seite. Und jetzt habe ich hier bei der Karte natürlich einen Gürtel. Und ich habe mir auch die Mühe gemacht, eine Gürtelschlaufe zu basteln. Die sieht so aus. Ihr könnt euch natürlich auch einfach nur ein Viereck ausschneiden und es dann da drauflegen und draufkleben. Ich habe es jetzt natürlich wieder etwas komplizierter gemacht. Ich habe hier noch so ein, ja, etwas edler wirkendes Band. Das fädel ich jetzt hier durch. Dann müsst ihr mal schauen, was ihr da habt. So, und das soll dann hier so drauf, ist fast ringlang, aber na gut, das wird schon gehen. So möchte ich das hier drauf haben. Und dann nehme ich mir jetzt so ein paar Klebepunkte zur Hilfe, dass das nicht wegrutscht. Da schaue ich mal, wo ich gern die Gürtelschnalle hätte, ungefähr da. Und dann klebe ich mir hier das schon mal fest. Und dann kann ich natürlich hier auch das Band noch ein bisschen festkleben, damit es nicht so hin und her wackelt. Und auf der Rückseite kleben wir uns das jetzt auch fest. Da könnt ihr jetzt auch so Klebepunkte nehmen oder ein Klebeband. Je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt und was für euch gut funktioniert. Das ist die Frage, schneide ich die Schnippeln ab? Ich glaube schon. Ist ein wenig lang geworden. So. Und da kann man hier noch einen Punkt am Ende hin machen. Dann ist es auch fest. So, jetzt hat das Ganze schon ein Gürtel. Hier habe ich so eine matte Metallicfolie genommen. Das ist ja jetzt dem Geschmack geschuldet, was ihr da nehmt. So, und jetzt haben wir sozusagen den Anzug schon fertig. Jetzt müssen wir den Kopf bauen. So, und da habe ich natürlich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe mir aus Blütenrosa einen Kreis ausgestanzt. Ich muss jetzt mal schauen, was der für eine Größe hat. Das messen wir mal. Naja, der hat in etwa 8,5 cm an Durchmesser. Und
Ich habe mich da orientiert, dass wenn ich ja hier das erhöht aufklebe, dieser Kopf hier noch durchpasst. Weil der muss ja hier hinten noch versteckt werden. Deswegen diese Größe. Und für die Augen habe ich zwei so ganz kleine schwarze Punkte ausgestanzt. Und in irgendeinem Blumenset hatte ich noch was gefunden für die Nase. Da müsst ihr mal schauen, was ihr so da habt. Und aus diesem roten Samtpapier, da habe ich so ein großes Oval genommen und habe das ausgestanzt. Das ist jetzt nur die Hälfte. Die andere Hälfte habe ich in der anderen Karte verbaut. Und das von der Größe her, also ich habe darauf geachtet, dass das in etwa identisch ist an der breitesten Stelle mit dem Kreis. Da habe ich jetzt gar nicht gemessen, sondern ich habe da ausprobiert, welche Stanze am besten passt. So. Und da klebe ich mir jetzt erstmal die Mütze hier auf, so dass das hier an den Seiten in etwa passt. So in der Hälfte ungefähr müsste das sein. Das mache ich auch mit Flüssigkleber. Und dann erstmal anziehen lassen. Dann kann ich mir auch noch die Augen gleich ankleben und die Nase. Mal die Nase ein bisschen zurechtlegen, dass die in der Mitte ist. Ich zoome euch mal ein bisschen ran, damit ihr was seht. So. Also dann hätte ich gern einmal hier das Auge, da. Und dann machen wir uns den anderen Punkt auch noch mit Kleber voll. Also nur ein winziges bisschen. Und ja. Ist immer schwierig mit solchen kleinen filigranen Sachen. Ups, bleibt doch liegen. So, ein bisschen verrutscht hier. Und jetzt klebe ich mir noch die Nase an. Die kann man jetzt natürlich auch noch ein bisschen rot färben, wenn man das möchte. Als ob er aus der Kälte kommt. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. So. Und jetzt brauchen wir noch einen Bart und den Fellrand von der Mütze. Und da machen wir erstmal den Vollbart. Und zwar nehme ich mir hier da so ein Stück, nehme ich eine Schere und halte mir das mal so ein bisschen dran, dass das ein Stückchen hier überlappt, nicht viel. Und jetzt halte ich mir das so direkt an die Mütze dran, nehme mir einen Bleistift und ich habe mir mal so ein bisschen gemerkt, wo die Nase lang läuft. Dann machen wir mal hier so ein bisschen. Schneiden wir mal eine Rundung da rein. Ja, ob das jetzt so passt, hätte ich vielleicht noch ein bisschen weniger hier ausufern können. So. Schauen wir mal. Das schneiden wir jetzt mal hier aus. Und dann gucken wir mal, ob wir es getroffen haben. Halten wir es erstmal hier ran. Ja, sieht doch schon ganz gut aus, ne?
So. Ich denke, das kann man so lassen. Das heißt, wir kleben uns jetzt hier unten den Bart an. Dann nehmen wir hier die untere Hälfte und machen hier ein bisschen Kleber drauf. Vielleicht auch ein kleines bisschen hier auf der Mütze. Und dann kleben wir uns das hier so ran. Kann man ein bisschen korrigieren noch. So, weiter runter würde ich es gar nicht machen. Und erstmal ein bisschen anziehen lassen. In der Zwischenzeit, während das anzieht und wenn fest trocknet, machen wir uns den Schnauzer. Der hat ja hier noch so ein Schnauzbart. Und zwar habe ich dafür etwas aus diesem Set hier benutzt. Das war ja in der letzten Celebration. Dann habe ich auch die Stanzformen. Und dieses hier, das hat sich super geeignet. Das stanze ich mir jetzt einmal aus Flüsterweiß. So, da bin ich wieder. Das habe ich mir ausgestanzt. Diesen Stiel brauchen wir natürlich nicht. Den schneide ich mir ab. So. Und das hier, das wird der Schnauzer. Den kleben wir uns jetzt auch noch an. Mit ein bisschen Flüssigkleber. So, dann zoome ich euch wieder ran, dass ihr ein bisschen mehr seht. Und dann mache ich mir denn hier unter die Nase. Und mir sogar noch eine kleine Mundöffnung. Also wenn ihr das nicht wollt mit der Mundöffnung, dann klebt ihr das einfach ein bisschen weiter hoch. Das fand ich jetzt mal ganz nett. So, und dann reißen wir uns erstmal den Bart. Den müssen wir uns ja auch reißen. Den kann man jetzt, also ich werde ihn jetzt ein bisschen kleiner machen, weil ich habe nämlich mit dem Mechanismus hinten ein bisschen ein Problem gehabt, dass es da nicht mehr richtig reingeht. So, aber wir fangen jetzt einfach mal hier auch an der Seite an und reißen das mal. Jetzt habe ich gleich Kleber dran. Hier so ein bisschen runter. Und da können wir auch immer auf der Rückseite gucken, wo wir uns gerade befinden. So. Wie gesagt, ich mache den jetzt mal ein bisschen kleiner. Ich reiße immer hier so ein bisschen um den Kreis herum auf der Rückseite. So. Ich finde, das ist da auch ein ganz netter Bart, wenn der nicht so dick ist. Hier vielleicht noch ein bisschen dünner machen. Dann haben wir schon mal den Bart und jetzt brauchen wir noch den Fellrand. Das kann man ja dann zum Beispiel hier. Ich reiße jetzt einfach mal. Hier ist ja schon ein bisschen gerissen. Und da gucken wir gleich mal, ob das überhaupt langt. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen asymmetrisch, ne? Das machen wir noch mal. Ich denke, hier unten ist es besser. Reißen wir mal hier lang.
an der Kante. Schauen wir mal, dass wir da so einen schönen Fellrand hinbekommen. Sieht doch gut aus, ist aber noch ein bisschen zu lang. Den kürzen wir noch. Weil das muss ja hier durch die Karte passen. Immer noch ein bisschen. Also müsst ihr euch dann immer mal ranhalten, ob das dann schon passt. Und ob das noch zu viel ist. Ich klebe das jetzt erstmal auf. Ich mache hier Kleber hin. Und dann kann ich das, was absteht, immer noch schön ankleben. So. Ja, so rum ist schöner. So. Also ich achte darauf, dass das jetzt auf der einen Seite schon so ist, wie ich das gern hätte. Und auf der anderen Seite kann ich dann noch ein bisschen was abreißen. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus. Da können wir jetzt mal schauen, ob das hier durchpassen würde. Schauen wir mal. Ich glaube, wir können da die Breite noch ein bisschen verringern. Dann machen wir alles noch ein bisschen schmaler hier. So, und vielleicht hier bei dem auch noch ein bisschen. Mit dem Bart vielleicht noch. Gucken, ob es jetzt besser ist. Ja. Und hier vielleicht noch ein Ticken wegnehmen. Also immer schön vorher anhalten. Das wäre ärgerlich, wenn es dann am Ende daran scheitert, dass es zu breit ist und der sich nicht bewegen lässt. So. Aber ich glaube, jetzt läuft er ganz gut. Und jetzt hatte ich dann hier noch so eine Art, ja, so mit einer Bommel dran gemacht. Also das kann man jetzt machen. Das muss man nicht machen. Ich mache das jetzt einfach. Da räume ich aber erstmal die Schnipsel weg. Und zwar verwende ich da jetzt dieses übrig gebliebene Dreieck, wo wir aus dem Ausschnitt ausgestanzt haben. Und dann nehme ich mir jetzt eine Schere und dann schneide ich mir hier erstmal so ein bisschen eine Rundung. Dann mache ich mal hier so was Gerundetes. Mal schauen, ob das gut aussieht. Oh, ich habe jetzt mal sowas draus geschnitten. Und jetzt schauen wir mal. Ist fast ein bisschen lang, ne? Das könnte man noch ein Ticken kürzen. Na, jetzt habe ich mir eine Ecke reingeschnitten. Machen wir es hier oben noch ein bisschen flacher. Dass es besser hier in die Rundung passt. So sieht es doch ganz gut aus. Das kleben wir uns jetzt erstmal an.
bisschen. Hier oben noch. So, ein kleines bisschen lappt es über, das ist nicht schlimm. Das kann man jetzt auch so lassen. Ich mache noch eine kleine Bommel dran. Und zwar nehme ich dafür eine kleine Handstanze, eine Kreisstanze. Und zwar habe ich da 1 Zoll. Und stanze mir jetzt hier aus dem Rest, also immer schön die Reste verwerten, so einen Kreis aus. Und den rupse ich mir jetzt auch ein bisschen kleiner. Einfach rundherum ein bisschen rupsen. Ja. Nur ein bisschen knietschen hier. Weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch eine richtige flache Bommel. Dann können wir uns das jetzt hier noch draufkleben. Ich würde es halt auch nicht zu dick machen, damit er da dann noch durchläuft. Bei dem Mechanismus. Diese Klebestreifen sind 3 mm hoch. Das ist so in etwa den Spielraum, den man hat. Deswegen versuche ich das alles ein bisschen flach zu halten. So, jetzt haben wir unseren kleinen Weihnachtsmannkopf. Der ist jetzt schon fertig. Habe hier ein paar Kleberreste drauf, aber na gut. So, da kann man jetzt bestimmt ein bisschen kolorieren. Vielleicht will jemand die Haare hier so ein bisschen reinmalen oder so. Da habe ich jetzt nicht so das Talent dafür. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den Mechanismus. Dafür müssen wir uns erstmal hier die Schaumstoffklebestreifen draufkleben. So, das habe ich jetzt mal schnell gemacht. Ich habe diese Klebestreifen hier genommen von Stamping Up. Und habe jetzt also hier an den Seiten und unten das Klebeband draufgeklebt. Und jetzt brauchen wir hier noch einen Stopper, damit der Weihnachtsmann ja nicht komplett rausgezogen werden kann, sondern auch drin bleibt. So, den habe ich mir jetzt mal vorbereitet. Also der ist jetzt auch 10 cm breit, 2,5 hoch. Und ich habe hier in der Mitte mit der Kreisstanze eine Aussparung gemacht. Und den kleben wir uns jetzt hier oben drauf. Dafür muss ich hier bei den Enden ein bisschen die Schutzfolie abziehen, aber noch nicht komplett. Hätte ich ein bisschen gestückelt. So. Mit dieser Aussparung nach oben. Na, wird schief. Oh Gott, jetzt habt ihr wahrscheinlich die ganze Zeit meine Rübe. So, also jetzt haben wir das hier festgeklebt. Und hierdurch kann dann der Weihnachtsmann laufen. Wir brauchen natürlich ein Stück, was ihn hält. Also ich habe hier hinten was festgeklebt. Sieht jetzt nicht schön aus. Das ist mein Prototyp. Und da mache ich mir jetzt erstmal so einen Streifen. Den klebe ich so weit wie möglich oben an. Und den schneide ich mir jetzt mal kurz zurecht. So, jetzt habe ich mir einfach mal die Längsseite von einem DIN A4 Blatt abgeschnitten. Und ich klebe mir jetzt hier oben. Ich habe hier so Reststücke von diesem Samtpapier. Die wollen ja auch noch verwendet werden. Da schneide ich mir jetzt mal ein Stückchen ab. Und klebe mir ein bisschen was hier oben drauf. Nur so auf das oberste Stück, falls da was rausguckt. Dass das nicht komisch aussieht. Das muss erstmal fest werden.
Und dann schneide ich mir das hier an der Seite ab, was da übersteht. So, naja, sieht immer noch komisch aus, das kann man hier schon auch begradigen. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich runde die Ecken ab. Da habe ich hier so einen Eckenabrunder. Das haben wir hier abgerundet. Und jetzt mache ich noch ein Loch rein. Da nehme ich meine Crocodile und nehme das kleinere Loch hier. Und mache hier möglichst mittig ein Loch. Seht ihr das? Jetzt. So. Und da ziehen wir uns jetzt ein Stückchen Band ein. Ich habe hier so ein dünnes schwarzes Band. Dann schneiden wir uns mal was ab. Und fädeln das mal dadurch. Durch dieses Loch. So. Und da können wir uns hier noch einen Knoten reinmachen. Eine Schlaufe. Dass das fest ist. So, wenn das zu lang ist, können wir das dann immer noch kürzen, wenn es an der Karte dran ist. So. Und das bringen wir uns jetzt hier oben, relativ weit oben an. Da nehme ich mir jetzt so ein starkes Klebeband. Und mache das hier so drüber. Ein bisschen weiter. Unten kann man da auch noch was machen, dass das überall ein bisschen hebt. Weil als erstes den Kleber hier noch auf, mache ich mir mal hier die oberste Schutzfolie ab. Und bring mir das hier an. Der ist ja jetzt, also schau mal, dass ich den Weihnachtsmann relativ mittig bekomme. Und das Band möglichst auch. Und dann klebe ich mir das hier so ran. Jetzt können wir uns den rausziehen. Und da kann man hier auch die Schutzfolie wegmachen. Und da kann man uns das hier noch ankleben. So. Der kann jetzt hier durchfahren. So. Das, was ich jetzt als Problem habe, ist, ich brauche etwas, dass es hier nicht rausflutscht. Das heißt, ich bringe mir jetzt nochmal so einen Streifen hier oben an. Ich habe mir jetzt nochmal so einen Streifen zurechtgeschnitten. Der ist genauso breit, 1,5 cm. Und hier ganz oben habe ich den Kleber drauf gemacht. Und den klebe ich jetzt hier oben an. Genau auf dem anderen Streifen. Ich kann nur ganz oben was ankleben, damit er hier Spiel hat. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt.
Also bis hierhin muss ich den hier runterfahren können. So. Das ist jetzt mal die erste Schwierigkeit. So, und dann möchte ich natürlich, dass der Kopf rausfahren kann, komplett. So. Das heißt, dass ich den Bart hier lösen kann, brauche ich eine gewisse Länge. Dafür mache ich mir hier meine Markierung. Also ich habe den Kopf jetzt so liegen, dass er komplett draußen ist. Und bis hier darf es höchstens gehen. Ich zeige es euch mal von nah an. Das hier ist ja der Stopper. So, und wenn ich das runterziehe, also wenn der da wieder rein soll, ein bisschen blöd jetzt von der anderen Seite. So. Jetzt muss ich mal schauen, wenn ich den komplett versenke. Ja, reicht gerade so. Deswegen habe ich den Bart kürzer gemacht. Vorher hatte ich nämlich das Problem, dass das nicht gereicht hat. So, also ich schneide mir das jetzt hier ab mit einer Schere. Man könnte das auch in einem Stück machen, aber ich weiß ja vorher nie, wie lang das sein muss. Und jetzt klebe ich mir das noch zusammen. Dafür nehme ich jetzt einfach Tesaband. Ich habe mir das mal ein bisschen geteilt, weil das ist im Ganzen etwas breiter. So. Ups, komme ich an die Kamera ran. Also wenn ihr genau wisst, wie lang das sein soll, ne, dann könnt ihr natürlich auch das auch in einem Stück machen. Das habe ich jetzt nicht gewusst, weil ich ja durch das Reißen des Kopfes immer eine individuelle Höhe habe. So. Ich mache mal noch eine Schicht drüber. Besser ist besser. Also ich nehme mir dann wieder ein Tesaband und dann verstärke ich das hier nochmal. In der Hoffnung, dass das dann auch hält. Weil wenn es dann zu ist, ist es zu. So, und wenn wir das jetzt hier hochziehen, dann ist der draußen und ich kann den hier einhaken und zwar an dem Kreis. Jetzt ist Vorführeffekt. Und ich kann ihn dann auch wieder reinschieben. Und das habe ich jetzt, als hätte ich es ausgemessen, direkt bis unten hin. Also länger hätte es nicht sein dürfen. Vorhin habe ich dann hier unten, weil der Kopf, der Bart etwas länger war und ich musste weiter hoch, habe ich hier mit einem Geschenkband, ihr seht es ein bisschen, also unten ist dann kein Karton mehr, sondern Geschenkband, der sich dann, wenn ich es reinschiebe, sozusagen zusammenknietscht. Aber ganz so optimal war das nicht. So, also jetzt haben wir das fertig gemacht. Und jetzt können wir das aufkleben. Hier an den Seiten bringe ich mir noch ein bisschen Klebeband an, weil da ist ja jetzt der Karton drüber. So. Aber nur auf dieser Verstärkung, also auf diesem Stopper, den wir da angebracht haben, dass das da auch klebt. So. Man könnte jetzt natürlich ganz optimistisch hier noch so ein bisschen in die Mitte gehen, ist aber nicht unbedingt notwendig. So. Und jetzt ziehe ich mir erstmal überall die Schutzfolien ab. Habe ich ein bisschen gestückelt. Und natürlich die hier oben auch.
So. Ups, jetzt reißt mir hier das Ding ab. Jetzt. So, und jetzt habe ich hier überall die Klebestreifen. Und hier ist mein Kartenrolling. Und da bringen wir uns das jetzt möglichst mittig auf. Mit den Klebestreifen haben wir natürlich jetzt das Problem, es muss möglichst von Anfang an sitzen. Überall der gleiche Abstand. Jetzt ist fester. Und jetzt können wir das nochmal ausprobieren. Und dann kann man den Weihnachtsmann aufstellen. So. Und dann kann man natürlich jetzt noch ein bisschen verzieren mit Glitzer oder so. Vielleicht habt ihr ja auch anderes Material, was ihr hier dafür nehmen könnt, für das Fell. Aber so finde ich, ist das schon ganz gut. Und ich hoffe, die Karte hat euch gefallen und ihr habt Lust, sie nachzubasteln. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Tschüss!